Hier habe ich angefangen damals, ne? Kann das sein? Ja, genau. Hier habe ich damals angefangen. Ja, das war die allererste Höhle, in der ich drinne war. Ach, da werden Erinnerungen wach. Servus meine lieben Jungs und Mädels, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft Hexit. Ja, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen hier das Schiff in die Luft gejagt. Nochmal, ich habe wieder ein Schiff in die Luft gejagt, genau wie vorgestern. Ja, und jetzt würde ich sagen, machen wir uns mal gleich mal langsam wieder auf den Weg nach Hause. Aber ich glaube, dazu brauche ich erstmal ein bisschen was. Und zwar, ich brauche nämlich bald wieder einen neuen Stab. Aber ich habe, meine ich, doch eben einen Stab irgendwo gelootet gehabt, oder? Also ist von draußen wieder. Ja, wir wissen Bescheid, dass du einen dicken Auspuff hast. Und mehr auch nicht. So, hab ich eben einen großen Dingens gekriegt? Wo ist der hin? Hab ich jetzt irgendwas in irgendein anderes Packpack noch was gepackt? Nee, ne? Sonst glaube ich nicht. Das rote, das ist auch neu gewesen. Das braune auch nicht. Nee, das kann nicht sein. Nee, da muss ich den entweder übersehen haben oder ich weiß nicht, wo ich den hingepackt habe, diesen Staff. Ich mache einfach mal Staff. Staff. Ne, da ist gar nicht. Doch, da ist doch Staff. Ach, Atef gibt auch nicht. Staff. Ne, hab ich nicht gekriegt. Ne, ne. Warte mal, hier nochmal drinne. Staff, Staff, Staff. Doch, da wollte ich doch gerade sagen. Electric Staff. Ich wusste doch, ich habe einen gekriegt. Dann kommen wir nämlich mit dem auch gleich wieder nach Hause. So, dann würde ich sagen, machen wir uns mal wieder auf den Weg, nämlich nach Hause und dann. Würde ich sagen, gehen wir mal zu der Dingens da hinten. Zu der. Ja, ihr wisst schon, zu dem Portal-Ding hier. Also zu dem Cobblestone-Teil. So, dann würde ich sagen, mal ab nach Hause. Ja, ich ach, Kirschbaum. Hier habe ich angefangen damals, ne? Kann das sein? Ja, genau! Hier habe ich damals angefangen. Ja, das war die allererste Höhle, in der ich drinne war. Ach, da werden Erinnerungen wach. Die 20 Folgen, die es nun her ist. Ach, damals, das war so schön hier. Nein, Quatsch. Ja, cool. Haben wir es doch noch gefunden. Sehr schön. Ich würde aber sagen, jetzt wie gesagt, ab nach Hause. Warte jetzt nochmal einen Stab hier. Weil dann kann ich mir jetzt gleich den neuen direkt verzaubern zu Hause. Da muss ich den nicht ankratzen. Wobei an den. An den Dingen sollte es nicht liegen, an den Materialien, weil die habe ich satt mittlerweile. So, und da sind wir dann auch schon fast wieder zu Hause und da ist nämlich mal eine schöne Terrasse. Sehr schön. Ja, die Terrasse müssen wir übrigens auch bald mal fertigstellen. Dafür steht natürlich auch schon längst das Design. Das muss ich nur dann mal bald anfangen. So, ja, ich könnte mich natürlich jetzt anfangen auszu packen, aber ich habe dazu jetzt nicht so wirklich Bock eigentlich. Ich will jetzt lediglich erstmal meine Axt reparieren, meine Spitzhacke. Mal kurz gucken, was ich an. Oh, meine Dingens. Meine Chest braucht unbedingt Reparatur. Repair-Kosten. Scheiße. Da muss ich doch meine Level verbraten, die ich hier gekriegt habe. Ich habe nämlich jede Menge Bottle of Enchanting gekriegt. Wo habe ich die denn? Wer sieht sie? Wer sieht sie? Ne, da sind, glaube ich, keine drin, ne? Die hier drin, da sind sie doch. Muss ich leider die jetzt dafür verbraten für meine Brust. Ich glaube, das reicht nicht mal. Scheiße. Ach, Antivir, geh mal auf den Sack. Hier ist gerade diese Werbung von Antivir. Ja, weg. So. Naja, es passt nicht. So viel Dingens habe ich nicht. Shit. Ich kann meine Dingens nicht verdingensen, reparieren. Das ist natürlich quasi ein Traum. Das ist einfach nur echt scheiße. Aber ich kann zumindest meinen Stab verzaubern. Warte mal gerade. Hallo. Scheiß Türen. So, immerhin kann ich den verzaubern. Soul, Blood und dann noch Afterlife. Und dann hat sich die Sache erledigt. Sehr schön. So. Dann würde ich sagen, lassen wir die Beute mal hier gerade. Die zwei Backpacks lassen wir mal gerade hier. Die muss ich natürlich noch ausräumen, ist klar. Und dann kann ich mal eben hier den Scheiß drauf, kann ich wenigstens den Stone hier reintun, das Boot. So. Aber jetzt müsste ich jetzt eigentlich leere Backpacks haben.
Ja, habe ich auch, alles klar. So, Pfeile nehmen wir nochmal eben mit, weil ich natürlich meinen schönen Bogen habe ich hier. Ich übrigens, warte mal. Ich beübe es, glaube ich, gerade mit Infinity-Verzauberer. Dann habe ich nämlich dann endlich. Mit irgendwas anderem. Nee, warte mal, mit Unbreaking vielleicht. Ja, komm, ich mach mal Unbreaking auf das Ding. Weil kriege ich noch. Kriege ich noch. Was haben wir denn noch so? Afterlife. Bei dem Power. Was kostet Power denn? Oh. Kann nur auf 2 machen, ne? Dann machen wir noch Power 2 drauf. So. Haben wir nämlich einen richtig schönen Bogen hier. Und dann würde ich sagen, ab in den Nether. Und dann ab in mein Gebiet da hinten. Jetzt ist ja meine Spitzhacke wieder gedingenst. Sagt schon, Leute, was ich sagen will. Wieder repariert. So, jetzt muss ich ja wieder da hinten hin, ne? Den Weg müsste ich ja mittlerweile eigentlich... Oh, warte mal, das ist mir zu heikel. Wenn der auf einmal ausgeht, während ich über dem Lavasee bin, dann war es das für mich. So, warte mal, ich muss kurz gucken, wo war das noch eins? Das mal... Ah, genau, hier war es. Richtig, hier einfach nur... Ach, ja, cool. Die ganzen, Dingens hier sind ja noch hier, cool. Die ganzen... Ach, ich vergesse mal, wie die heißen auf Englisch. Die ganzen Nethersteine halt. Leco Mio, ist egal, wie das heißt. So. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Nether Bricks, Nether Rack. Genau, und dann hier würde ich sagen, bauen wir mal ein bisschen ab. Machen wir uns mal ein bisschen... Hier was für zu Hause. Jede Menge roten Cobblestone. Dann können wir nämlich hier mal anfangen, unser schönes Häuschen anfangen zu bauen. Richtig auszukleiden. Werde auch dann bald irgendwann anfangen, im Netherland zu bauen. Werde dann einen schönen Tunnel oder so bauen unterwegs, dass ich dann, dass ich dann schön einfach durchlaufen kann, dass ich nicht immer mein Dingens verbraten muss. Mein Stab oder so. Dann laufe ich einfach nur durch. So, aber ja, läuft ja ganz gut, ne, mit dem Abbauen hier. Ich würde sagen... Mache jetzt einfach mal hier weiter und vielleicht... Ach komm, die Folge ist noch nicht so lang. Ich wollte gerade sagen, komm, ich beschleunige das Ganze hier mal. Aber wofür eigentlich? Das geht ja wirklich relativ fix hier. So viel will ich ja auch nicht haben. Guck mal, wie viel ich schaffe. Vielleicht 2, 3 Stacks von den Bricks, wenn nicht schlecht. Wirklich, wirklich geil wäre hier so eine Quarry oder sowas, die das Ganze alles für mich abbaut. Das wäre so richtig nice. Das wäre wirklich nice, wenn das für mich abgebaut werden würde hier. Das würde mich natürlich freuen, aber das gibt es leider hier in diesem Hexit nicht. Leider sehr schade ist natürlich, aber ist ja egal, es macht nichts. Machen wir es halt alles per Hand ab. Ist auch okay. Ja, da sehe ich schon, da kommt schon der Stein raus. Das heißt, das ist nur eine Schicht, die hier drüber geht, über das Biom von roten Cobblestone. Wirklich, das Schöne ist halt, ich brauche das Zeug nicht mal zu braten durch die Silk Touch. Dingens hier durch die Silk Touch Spitzhacke brauche ich das quasi nicht zu braten, weil das bleibt alles ja direkt Stone. Das ist auch schön. Also ich kann das hier schön alles abbauen. Kann mir dann direkt meine Bricks daraus bauen. Das ist natürlich echt klasse. So, wie viel haben wir denn jetzt mittlerweile? Oh, jede Menge. Zack, zack. Ah, das ist Netherrack. Netherrack. Oh, das ist jetzt doof. Das ist natürlich scheiße. Warte mal gerade. Das ist natürlich jetzt echt doof. Muss mal gerade das Netherrack hier rein klatschen. Netherrack. Redrock, Netherrack. Okay, damit ich nämlich genau sehe, wie viel ich habe. Warte mal. Wir nehmen mal gerade das Weiße. Und packen mal hier gerade den anderen Scheiß rein. Das und das und das und das. Ach komm, den hauen wir mal gerade da rein. Egal. So, kann man nicht Backpack im Backpack legen? Nee, das geht nicht. Das wäre schade. Das wäre cool. Das gehen würde, das wäre nice. So, okay. Alles klar. Dann nehme ich nämlich mal sehen, wie viel ich habe ungefähr. Ich würde sagen, so wirklich 2 Stacks an Dingens reicht mir eigentlich. An Bricks. Oder, ach nee, komm, wir machen ein bisschen mehr. Wir machen einfach mal ein bisschen. Wie gesagt, vielleicht mische ich sogar ein bisschen die Musik hinterher und beschleunige das Ganze. Mal gucken, wie ich dazu Bock und Zeit habe. Oder ihr werdet einfach das voller Länge hier sehen, wie ich das abbaue. Das kann natürlich auch sein. Weil es eigentlich nur, ich sag nicht, ich wäre fair, aber im Endeffekt, ja, es wäre eigentlich nur fair, weil das ist halt, gehört auch zu Minecraft dazu. Wenn man einen Plan hat, wenn man etwas bauen möchte und dazu ein gewisses Baumaterial braucht, was du erstmal abbauen muss, dann gehört das nun mal leider halt auch dazu zu Minecraft. Das ist halt nun mal leider so. Ich hoffe, ihr vertretet da so ein bisschen meine Meinung, sag ich mal. Aber ja, wie gesagt...
Wir machen erstmal hier so ein bisschen. Ich habe ja schon wirklich sehr viel mittlerweile. Von daher, vielleicht baue ich die ganze Ebene noch ab und den kleinen Berg da hinten. Und dann würde ich sagen, reicht das vielleicht. Erstmal, dann habe ich erstmal gut Baumaterial und kann erstmal mein Haus äußerlich verschönern mit dem Zeug. Weil genug Baumaterial werde ich auf jeden Fall finden, natürlich. Genug Baumaterial werde ich auf jeden Fall finden. Guck mal, ich gucke mal, wie groß das Biom hier ist. Das ist ja riesig. Das ist ja mega groß, das Teil. Also das wird nicht das Problem sein, denke ich. Und es geht auch wirklich von der Zeit her. Es passt ja also mit der Spitzhacke hier. Das geht wirklich richtig fix. Und wenn ich die irgendwann nochmal was höher pushe, mit der Efficiency noch ein bisschen hochkloppe auf 5 oder so, ey, dann gehe ich ja durch wie mit so einer Motorsäge oder keine Ahnung, wie sagt man, wie ein heißer Draht durch Butter. Dann wird das hier richtig schnell gehen. Aber wie gesagt, es läuft ja eigentlich. Es geht ja eigentlich ganz gut. Wie viel habe ich denn jetzt schon? Warte, ich guck mal gleich, wenn ich die Reihe fertig habe. Sekunde. Und mal gucken. Oh, jede Menge schon. Diese blöden Viecher, die nerven, ne? Stirb halt. Scrap Meal. Juhu. Hab ich Dings gekriegt? Ne, habe ich nicht gekriegt. Diese Scale. Nicht bekommen. Jede Menge. Ha, ist das schön. Ich meine, jeder Block ist ja sowieso ein Brick. Ein Brick-Block, weil du kriegst ja 4 Stück, wenn du 4 Stück zusammenmischst, kriegst du ja automatisch wieder 4 Stück. Das heißt, ist quasi kein Verlust dabei. Das ist ja das Schöne daran. So. Schön hier durchgraben. Ja, ist schön. Ich meine, ist schon krass, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich hätte jeden Stein hätte ich einmal mit 3 Eimern vermischen müssen. Ich stell euch das mal vor, wie krank ist das denn? Das ist doch mega krass, oder? Wenn ich das hätte jedes Mal wirklich machen müssen, oder wäre ich ja Stunden dran gewesen. Da wäre es ja besser gewesen, ich hätte mir das Zeug ercheatet noch. Also, Wahnsinn, also. Ich überlege, da ist das schon eine gute Lösung, dass ich mir jetzt das so überlegt habe, dass ich einfach diese Bricks nehme. Da ist das schon eine ganz gute Lösung, sage ich mal. Das wird auch da nicht so viel Zeit kosten. Ich glaube, da könnte auch schon ganz froh sein, dass ich dann doch meine Meinung in dem Sinne etwas verändert habe mit dem Aussehen der Villa, sage ich mal, oder dem Häuschen, was ich da plane. Was ich natürlich immer mehr erweitern werde, auf jeden Fall. Also so viel ist auf jeden Fall mal sicher. Wie gesagt, wenn ihr mal irgendwelche Ideen habt oder sowas, irgendwelche Pläne, sagt, hey, das und das könntest du so und so machen oder hey, für den Raum habe ich die und die Idee. Ich schreibe mir das gerne in die Kommentare, ich lese mir das ganz gerne durch. Das habe ich ja in den letzten Folgen schon mal gesagt. Könnt ihr wirklich ganz gerne machen. Lasst euch die freie Meinungsäußerung. Euer Meinungsäußerung lasse ich da freien Lauf. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Genau. So, komm, ich baue jetzt den Berg hier noch ab und dann war es das erstmal. Dann habe ich erstmal genug. Da kann ich auf jeden Fall mein Haus kann ich auf jeden Fall damit auskleiden erstmal. Und das ist das Haus, was jetzt momentan da steht, kann ich damit auskleiden. So, wie viel habe ich denn? Oh, pff, jede Menge. Hat auf jeden Fall reichen. So, zack, 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 zack. Da haben wir schon den ersten Vierer-Stack. Zack, zack, zack und zack. Den nächsten Vierer-Stack. Dann das und dann das. Und dann geht das hier schon. So, siehst du, passt. Sitzt, passt, Wagen hat Luft. So, wieder zurück. Jetzt haben wir erstmal genug Baumaterial, würde ich sagen. Hoffe ich zumindest. Sonst müssen wir wieder zurück. So, okay. Gut, dann ab hier durch. Ne, das ist falsch. Sekunde, das ist falsch. Bisschen in die andere Richtung. Ich baue das am besten auch bald mal hier zu, dass ich dann immer die Richtung. Ah! Oh, diese Scheißspinne, ich hasse sie, ne? Diese Mistviecher. Zum Glück war das nur eine kleine Spinne. Zum Glück. Ich springe mal gerade hier durch, weil da ist man ja schneller. Da hinten ist das Portal. So, zack, und dann sind wir auch schon wieder zurück. So schnell geht das. Ich jetzt überlege, ich hätte den ganzen Weg zurückfliegen müssen über die normale Welt. Eieiei, das hätte gedauert, auf jeden Fall. Naja. So, ja, schön, alles klar, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an und bauen mal hier um, würde ich sagen. Fangen wir doch direkt mal an hier.
So. Oder warte, am besten lade ich erstmal ein bisschen aus. Und zwar, was soll man das anders? Ich klatsche erstmal den ganzen Mist rein, den ich nicht brauche gerade. Wieder nix. So, hier das alles mal da rein. Den ganzen Schrott. Muss ich bald eh mal wirklich alles sortieren hier, die Scheiße. Die Skills. So, Netherrack kann auch noch da rein. Das brauche ich jetzt auch gerade nicht. So, dann die Backpacks, die ich eh bald dann offline aussortiere wieder. So viel ist mal sicher. So, dann habe ich ja hier erstmal genügend Bricks auf jeden Fall. Ja, hier habe ich ja noch einen Stack Red Rock. Ist mir gerade aufgefallen. Ja, alles klar. Gut, so, dann brauche ich noch, natürlich noch die Bricks, die normalen. Die habe ich hier unten drin. Stone Bricks. Ja, die muss ich natürlich unten reinklatschen. Und jetzt brauche ich erstmal meine Waffen nicht mehr, sondern brauche eigentlich nur noch Werkzeuge. So, den Bogen nehmen wir auch mal ran, das auch. Und dann gehe ich mal gerade kurz pennen, damit es wieder Tag ist. Da ist ein Creeper! Alter, da ist ein Creeper! Holy damn it! Fuck it! Oh no, da ist ein Creeper! Nein! Oh, das gibt's doch nicht. Warte, ich lass den mich mal verfolgen. Kommt jetzt aber nicht irgendwo anders durch, ne? Ich hab grad echt Schiss. Das ist der Creeper. Komm her, komm her, komm her, komm her. Nein, du blödes Arschloch. Da ist er hier in der Bude hochgegangen. Du blödes Drecksschwein, du. Oh Mann, nein. Oh Menno, da hat er sich direkt hier die Luft gejagt. Ich dachte, das würde reichen. Oh Mann, da lässt du das echt nur eine Sekunde hier offen. Direkt kommt jemand rein. Oh Mann, ey. Ich krieg einen Affen. Scheiße, ey. So ein Dreckschwein. Ah, egal. So, warte, wo ist denn meine Schaufel? Oh, die ist auch bald am Arsch. Sollte ich bald mal auswechseln oder mir mal eine neue machen. Ah, das ist Dingens. Ich merk's gerade. Ich wollte gerade sagen, Hilfe, geht das nicht weg? So, warte mal, dann machen wir das hier mal direkt mal weg. Das brauche ich alles mal gerade nämlich nicht. Kommt nämlich eh noch alles hier weg. Die Scheiße. Und das kann alles hier weg. Der ganze Mist, der ganze Rotz. So, ach. Hier, was soll diese blöden Dinger hier? So, so machen wir was. So passt's. So, alles hier weg. Das kommt nämlich alles auf jeden Fall weg hier, die Scheiße. So, hier muss ich, da muss ich nämlich bald mal auf meine Screenshots gucken, wie ich das hier hatte. Ich weiß zumindest, dass das hier alles Gras wurde. So viel kann ich euch schon mal sagen. Das ist nämlich alles auf jeden Fall Gras. Also das hier mache ich auf jeden Fall auch alles erstmal weg. So, warte, wo habe ich hier die Erde hingelegt? Da Erde. Bleiben wir das nämlich direkt mal mit Erde hier aus. Machen wir das direkt mal richtig. So. Okay, alles klar. Warte mal, ich hau mal gerade einen kurzen Grasblock hier ab. Damit da schon mal Gras wachsen kann. So. Wachse rüber. So, und dann fangen wir nämlich direkt hier an. Hauen das hier alles schön weg. So. Alles klar. Und dann muss ich nämlich jetzt hier noch die Bricks reinsetzen. So, alles klar. Also, jetzt habe ich einen Fehler nur gemacht. Ich muss auch noch von außen ran. Das kann ich auch mal gerade alles hier wegkroppen, weil das ist nämlich auch alles weg. Das Zeug, das muss alles hier noch weg, das Zeug. Und diesen scheiß Baum haue ich auch mal gerade weg. Jetzt habe ich meine... die Hälfte meiner Ausrüstung nicht dabei, weil ich das alles weggepackt habe. Ich dussel. Gucken wir mal gerade. Kurz mal meine ganzen Werkzeuge hier anständig rausholen. Mal gerade her. Wo ist denn hier meine Axt? So, nehme ich halt die Axt, ist auch egal. So, zack. Das da rein. So, dann habe ich nämlich meine Axt hier wieder. So, und dann das hier weg, das Bäumchen. Das muss weg, das muss weichen. Und hier der ganze Scheiß, der kann weg. So, warte. Das kann auch alles weg. Der Scheiß hier, das muss auch alles weichen. So, genau wie das hier. So, dann alles schön hier gerade drüber ziehen. So, hier kommt ja eh später noch eine zweite Etage drauf. Das heißt, dann kann ich das hier auch mal gerade wegkloppen. Papp, auf jeden Fall. Dann ist das schon mal wenigstens gerade hier.
so. Und weißt du was, dieser blöde Knödel hier, der geht mir auch immer so tierisch auf den Sack, dass der hier ist. Ich klopp den mal gerade hier weg. Warte mal, ich mach das hier mal gerade alles kurz weg. Das ist schon mal so ein bisschen, weißt du? Hier kommt ja eh später noch ein Raum rein. Aber ich will den auf jeden Fall hier wegziehen. So, ich weiß auf jeden Fall, dass das hier so weit weg kam, dass da auf jeden Fall... Ich glaube, ich hätte das hier bis... Ich glaube, ich hätte das bis hierhin gerade gezogen, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Gucken wir mal gerade gleich. Auf jeden Fall kann ich das hier schon mal wegkloppen. Das weiß ich zumindest schon mal. Das kommt auf jeden Fall weg. Das Coole ist ja... Das Coole, mir fällt das auch gerade so ein. Das Coole ist, ihr wisst ja gar nicht, wie das aussieht, ne? Ihr habt das Ding ja noch gar nicht gesehen. Ihr wisst ja noch gar nicht, wie das hier später aussehen wird. Ich sage euch, das wird richtig nice aussehen, das Haus. Also... Ich finde, es sieht zumindest richtig nice aus, das Ding. Also ich finde, das Bauwerk ist mir dann doch schon gelungen, so ein bisschen. Also ich bin nicht gerade der Kreativste in Minecraft, muss ich ja dann noch zugeben. Aber ich finde, das auf jeden Fall sieht dann wirklich sehr nice aus. So, hier kommt ein Fenster rein. So viel auf jeden Fall schon mal dazu. Dann muss das hier noch weg. Da kommen auf jeden Fall noch Bricks drüber. So. So, und da muss noch, warte mal, da muss noch Glas rein. Mist. Sekunde mal gerade. So, okay, alles klar. Gut, gut, gut. So, wo habe ich denn Glas nochmal hingezahlt? Glas hatte ich hier. Ah, 5 Scheiben, die reichen mir gerade so. Wenn ich hier mein Fenster reinziehen kann. Zack, zack, zack. Und zack. So, dann hauen wir hier gerade noch alles weg, dass hier unten direkt schon mal Erde reinkommt, dass das direkt mal wachsen kann. Lass mich direkt mal anfangen hier zu wachsen, das ganze Gras. So, hier haben wir Erde. Geh schon mal hier rein. So, gefällt die Hausfront direkt viel besser, wenn ich das so sehe. Mein Gott. Direkt 10-mal besser hier das Zeug. So, ich habe auch gemerkt, während ich das Ding gebaut habe. Ich habe das Ding natürlich komplett im Creative Mode gebaut. Ich habe gemerkt, ich mir, oh Alter, das wird so eine richtige Fummelsarbeit, wie ich hier manchmal an die Sachen rankomme. Aber habe ich mir auch gedacht, ja gut, ich habe ja meinen Electric Staff, ich kann ja fliegen, ne? Also zur Not ist das jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich muss auch gerade mal wieder was essen. Essen, 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 essen. So, und dann passt das hier nämlich auch wieder. So, und ich merke, wir sind auch schon wieder ganz krass über der Zeit drüber. Dann würde ich sagen, machen wir gerade hier an der Stelle mal eben Ende. Und ja, würde ich sagen, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute, bis morgen. Ciao!